Die Musikerin Anna Depenbusch hat gebastelt. Herausgekommen ist dabei der Sommer. Aus Papier. So heißt ihr neues Album. Eine fröhliche Platte, die auch an kalten, grauen Tagen für richtig gute Laune sorgt. Ein bisschen Pop, Chanson, mit Texten über die Liebe, Sonne und das Meer. Mit diesem Album ist sie jetzt auf Tour. Ich baue mir einen Sommer aus buntem Glanzpapier. Den stelle ich auf im Winter. Das oft so melancholische Klavier, das sie auf der letzten Platte begleitet hat, hat die Hamburgerin eingetauscht gegen eine knallgelbe Ukulele. Auf der hat sie die meisten Songs auch komponiert. Es ist einfach wirklich so ein schönes Instrument. Also wenn man die einfach nur auspackt, dann fangen die Leute schon an zu schmunzeln und freuen sich und denken so, oh, ist das süß und auch noch in Gelb. Und also es ist, glaube ich, ein Instrument, was den Sommer schon so ein bisschen in sich trägt. Und das ist natürlich genau richtig gewesen für die Platte. Anna Depenbusch liebt den Winter. Warum dann eine Sommerplatte? Das wollten wir beim Interview im Berliner Axel Springer Haus genauer wissen. Ich mag diese kalte Jahreszeit, weil irgendwie für mich der Winter immer so einen Neuanfang symbolisiert. Also alle Sinne kehren sich nach innen. Es ist eine sehr introvertierte Zeit. Es ist ja auch relativ dunkel. Und dann passiert innerlich ein Wandel, der dann im Frühling rauskommt. Anna, aus deinem Album Sommer aus Papier kommt jetzt die Single Ich und Du raus, zusammen mit Mark Forster, ein Duett. Wie war es plötzlich, nicht mehr alleine im Studio zu stehen, sondern jetzt mit jemandem zusammen das einzusingen? Das war ganz toll. Also es ist was Besonderes, ein Duett zu singen. Und es war das erste Duett, was ich aufgenommen habe. Es ist ein Liebeslied. Es geht darum, wir sind zusammen, wir mögen uns und so soll es bleiben. Und es ist ja, wirklich sehr positiv, sehr hoffnungsvoll und ja, froh. Ich und du, 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 ich und du, 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 du. Mit ihren Liedern will Anna Depenbusch Geschichten erzählen. Der Schwerpunkt liegt für sie auf den Texten. Die schreibt sie immer selbst. Im Oktober wurde die aufstrebende Musikerin dafür mit dem Deutschen Chansonpreis ausgezeichnet. Hast du immer schon auf Deutsch gesungen oder warum diese Lieder alle auf Deutsch? Ich singe auf Deutsch, weil das die Sprache ist, die aus meinem Herzen spricht. Ja, ich will sehr direkte Texte erzählen und da ist es einfach für mich die richtige Sprache. Wirklich, ja, unmittelbar meine Sprache. Der Sommer aus Papier ist das vierte Album von Anna Depenbusch. Und ihr bisher erfolgreichstes. Also ich merke, dass das für mich der größte Magnet ist. Also auf die Bühne meine Geschichten erzählen, meine Songs schreiben, ins Studio gehen. Und ja, ich merke schon, dass die Musik einfach ja, mein Leben ist. Und diesem Leben widmet sie sich jetzt ganz ausgiebig. Noch bis Juli ist sie deutschlandweit auf Tour und ihre Single Ich und Du gibt es ab heute im Handel.